Oh, hallo Finja. Ja. Hallo. Wirklich? Ich habe nämlich gehört, dass euer Kindergarten zu ist. Mhm, da hast du recht. Und die Chance wollte ich nutzen, um mal Oh, vorbeizuschauen. das klingt ja Wenn nämlich super. schon die Kinder nicht in den Kindergarten kommen dürfen, würde ich sehr gerne mal in den Kindergarten kommen und mit dir gucken, was da so los ist. Und ein bisschen spielen Ja. und dich mal Ja, wiedersehen. und Kuchen Und backen. vielleicht Kuchen darf ich backen. ja dann auch bei euch im Kindergarten bleiben. Und du Ja, mal stellst mir immer sehen. alle Kinder vor, wenn sie wieder im Kindergarten sind. Da muss ich Jetzt mal Nick dauert es zwar noch ein fragen. bisschen, ach, aber die Zeit bekommen wir auch rum. Juhu, mach's gut, bis Tschüss, Finja, morgen. tschüss. Na, das wird ein Spaß. So, welche Zutaten brauchen wir für den Teig? Schon mal mehr als zwei Äpfel. Nehmen wir drei Äpfel, oder Emil? Gramm Mehl abmessen und in eine Schüssel geben. Einen Teelöffel Backpulver mit in unsere Schüssel. Vom Vanillezucker ist es genau eine Tüte, die wir dazugeben müssen. Und vom Zucker sind es 75 Gramm. Jetzt noch 3 bis 4 Esslöffel Wasser dazugeben. Und 150 Gramm Margarine. Naja, das solltest du vielleicht lieber mit den Händen machen. Das geht besser. Das Backpapier auslegen und den Teig gleichmäßig darauf platt drücken. Super sieht das aus. Die Äpfel immer vorher waschen. Jetzt in kleine Stücken schneiden. Doch Vorsicht, so ein Messer ist scharf. Am besten du lässt dir helfen. Na Emil, das war wohl leider nix. Ich hab so ein Plastik. So, Pusten. Danke. So, bitte, Pflaster, drauf mal. Das ist so ein gutes Pflaster. So, bitteschön. Dankeschön, Finja. Für die Streusel benötigst du 150 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl, 100 Gramm Margarine und etwas Zimt. Das wird dann alles zusammen verknetet. Aber denk dran, nicht alles vorher naschen. Ich glaube, ein bisschen mehr Mehl brauche ich. Ich muss mal schnell gucken, bevor das nicht drin ist. Lala! Lala! Lecker! Lala, ruhig, die Nase. Stücke auf dem Teig verteilen und bestreuseln.
Jetzt kommt alles bei 180 Grad für 45 Minuten in den Ofen. Aber Vorsicht, vergiss niemals die Zeit. Wo ist der Kuchen? Finja, wo ist der Kuchen? Ja, ich komme. Ich hab Hunger. Ja, warte. Ja, frisch aus dem Backofen. Oh. Ja, warte, ich schieb noch rüber. 1, 2, 3. Dankeschön, Finja. Ja, bitteschön. Ich muss noch, was muss ich denn machen? Ich habe ja schon die andere Hälfte gegessen von dem Stück. Also von Blechkuchen. Das war, oh, das darf ich ganz drüber. Na dann, Emil, lass es dir schmecken. Und was ist eigentlich, wenn Papa und Mama zu müde zum Backen sind? Ich habe eine Idee. Jetzt erst mal einen starken Kaffee. Oh. Ja, aber ich mag meine Nase. Was machst du denn? Meine Nase, guck mal die Nase.